Welch Ausblick, Leute, welch Ausblick. Klatsch mal rauf. Los. Wir halten dich auf. Wie ein kleines Mädchen, ey. Ja, hallo, liebe Freunde. Ich bin's wieder, euer Gunshot. Und ja, das ist Robin. Und richtig, wir spielen Batman Arkham Knight. Und deswegen rennt er hier auch immer noch mit dieser Tussi rum. Die er einfach nicht loslassen kann. Die hat er anscheinend etwas lieb gewonnen. Der rennt vor allen Dingen im Kreis. Ja. Ich würde sagen, wir gehen ihm mal kurz hinterher. Weil ich selber nicht genau weiß, wo wir lang wollen. Er weiß es selber nicht. Naja, egal. Gut, ich heiße euch auf jeden Fall wirklich, wirklich, wirklich herzlich willkommen zu Batman Arkham Knight. Und ich wünschte, ihr könntet mir die Entscheidung abnehmen, welchen Weg ich jetzt wähle und wen wir dann halt als nächstes vermöbeln und wieder einfangen von dem tollen Joker-Clan. Ich nehme mal die grüne Tür, ne? Ich bin zwar nicht vegan, veranlagt auch nicht vegetarisch, aber... Grün hatte sowas von wegen, jo, auf den grünen Zweig kommen. Wie auch immer, kann man ja auch sehen, wie man möchte. Überall werden die Entfernungen kürzer. Oh. Ich bringe sie zurück in die Zelle. Okay. Henry, Robin ist auf dem Weg zu Ihnen. Lassen Sie ihn rein, wenn er kommt. Natürlich. Das heißt wohl, du hast eines dieser Monster aufgehalten. Ja, aber noch bin ich nicht fertig. Ja, Joker, was ist das? Dieser Robin scheint eine echte Steigerung zum Letzten zu sein, Bats. Erinnerst du dich an Jason Todd? Eine Heulsuse! Nur am Jammern! Ohne diesen Verlierer sind wir beide besser dran. Gut. Mhm. Während der ihn jetzt da weg... Was schaffen wir denn hier? Armer kleiner Batman, ganz allein. Du willst das Batman? Dann komm zu mir. Vergiss diesen Freak. Nur du und ich, Baby. Langweilig. Als wäre er an einem Kampf interessiert. Kennt ihr ihn denn nicht? Er sehnt sich nach mehr. Etwas mit Anspruch. Etwas Kreativem. Etwas Spaß. Spaß soll er haben. Zwei Fäuste voll. Und dann kümmere ich mich um dich, Charisma. Ich mach dich so fertig, dass du in Zukunft aus dem Hinterkopf pfeifst. Ach ja, harter Macker. Erstens musst du mich finden und zweitens... Sei mir ganz ehrlich, alter Sack, hast du deine besten Tage schon hinter dir? Was glaubst du, mit wem du es hier zu tun hast? Pass auf, was du sagst! Was auch immer. Du hast die Wahl, Bats. Finde uns und wir werden sehen, wer gewinnt. Ich setze auf mich. Gut. Jetzt zieht die TV-Show doch auch mal vorbei. Gewinnen von euch wird keiner. Ja, oder ich lasse mich durchringen. Vielleicht bin ich auch einfach heute mal in der Laune zu verlieren. Wer weiß. Das wäre jetzt ganz nett. Da bist du ja. Das ist jetzt schlecht. Mach dir den dreckigen Schädel weg. Zum Glück habe ich so schnell geschaltet und eine Rauchbombe geworfen. Komm schon, du Freak. Hallo? Komm ich hier noch woanders? Also. Ja, genau, wenn ich den jetzt da wegspringe, das wäre natürlich praktisch. Komm raus und zeig dich, Batman. Ja, warte kurz, ich hole eben kurz meinen. Wo ist es denn? Wo... Stimmen-Synthesizer, Bat Explosiv-Gill, schon ein paar Mal dran vorbeigegangen wahrscheinlich. Was ist los? Tut dir die Kugeln etwa weh? Nein, ich sprühe nur eine kleine Überraschung für dich, du kleiner Sack. Ich sollte warten, bis er in Position ist, bevor ich den Sprengsatz zünde. Wie bringe ich den Typen in Position? Ich weiß, du bist da. Stimmen-Synthesizer auswählen. Bin dran. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Na, Rinder.
Das tut mir jetzt aber leid. Es war einfacher, als ich gedacht hatte. So, nimm die Gatling auf, wir räumen hier auf. Zweimal auf im Satz, das hat nicht gepasst. Dann drücke ich mal auf den Knopf. Da sitzt einer im Rollstuhl. Hallo? Ist hier jemand? Hey, wer bist du denn? Das ist doch nicht Robin. Das ist bestimmt der andere Jason. Joker. Ich dachte, du wärst tot. Oh oh. Batman? Bist du das? Batman wird dich nicht retten, Jason. Das Wetter. Es sind nun 6 Monate, Jason. Stell dich endlich den Tatsachen. Leck mich! Tolle Einstellung! Du bist aus dem alten Bettholz geschnitzt. Wird dir aber nichts nützen. Töte mich doch einfach. Was? Nein, 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 nein. Ich töte dich nicht. Zumindest noch nicht. Du bist jetzt mein Helfer. Stell dir vor, du und ich da draußen stiften Unruhe, schikanieren die Schwachen. Ein wahres, dynamisches Duo. Ganz wie Bats und sein neuer Bursche. Das würde er nicht tun. Meinst du? Dann ist das hier nicht Batman? Komisch. Die spitzen Ohren verraten ihn sonst immer. Nein. Ich wollte dir das Foto nicht zeigen. Wirklich nicht. Aber, tja, nur so konntest du mit der Sache abschließen. Natürlich tut es weh. Aber manchmal muss man grausam sein, um Gutes zu tun. Was ein Sack, ey. Alles okay? Ich bin okay. Weiter mit dem Nächsten. Oh oh. Joker lässt uns wahrscheinlich so ein paar Eindrücke seiner Erinnerung. Ja. Er lässt uns einfach mal reinschauen. Ich finde jetzt gerade die Worte nicht. Gut. Sorry, Bats, aber ich habe ein Duett geplant für uns. Kann der Knilch draußen warten und unsere wundervolle Musik lauschen? Spiegel. Oh yeah. Ob hier noch ein Flakon Chanel übrig ist? Na, ist ein Quatsch. Leertaste benutzen, jawohl. Das Schloss ist rein mechanisch, ohne elektronische Teile. Daran funktioniert mein Distanz-Hacking-Gerät nicht. Toll. Hast du denn nicht ein Metall-Hacking-Gerät? Ja genau, ruf mal jemanden an. Ich brauche Ihre Hilfe. Natürlich, nur zu. Schicken Sie mir die Aufnahmen der Überwachungskamera in Abschnitt C. Sie können sie vom Computer in dem Raum dort verschicken. Okay, ich versuch's. Computer sind nicht gerade mein Fachgebiet. Sie können die Daten mit dem Bedienfeld rechts isolieren. Ziehen Sie den Finger darüber, bis... Etwa so? Oh, diese Technologie ist sehr interessant. Okay, ich kann die Kamera sehen. Markieren Sie den Bereich der letzten 10 Minuten. Fertig. Das sehe ich. Danke, Henry. Was denn jetzt? Was da? Hä? Wie gebe ich denn das jetzt ein? Null? Ah, mit Leertaste. Gut, dass das hier irgendwo steht.
So eine Scheiße. So. Null. Was denkt der denn? Ich kann nur im Spiegel gucken, du Spinner. Ach, das soll jetzt wieder schwierig sein. Ja, okay, warte. Ich stelle mich ein bisschen blöd. Spiegelverkehrt. Müsste hinhauen eigentlich. Glaube ich. Ich würde sagen, jawohl. Und die ist diesmal sogar zum ersten Mal hinbekommen. Ich weiß nicht warum, aber Robin steht vor diesem scheiß Luftschacht. Ich glaube, ich soll da noch nicht rein. Der ist mir eben schon ins Auge gesprungen. Ach nee, er will den Gang nehmen. Okay, ich gehe durch die Tür. Charisma trägt eine Bombenweste. Oh nein. Und im Raum sind 5 weitere Bomben. Verstanden. Schön, dass du es einrichten konntest, Bats. Dann gehen wir mal russische Roulette spielen, oder was hast du vor? Sei nicht schüchtern. Auf der Bühne ist auch Platz für 2. Nein, wirklich. Ich bestehe darauf. Wie du sehen kannst, ist die Menge schon ganz fiebrig, als würde sie bald explodieren. Niemand bringt dir ein Ständchen außer mir, Bats. Lasst es krachen, Jungs! Bring mich nach Haus. Ins Asylum. Niemals allein im Asylum. Es war die pure Anarchie. Aber gelächelt hast du nie. Dich hat's erwischt, ich steck dir im Kopf. Also, wer lacht jetzt zuletzt? Und dann in Arkham City. Vartalia, fällig die Schnitte. Ich starb und du standst einfach da. Doch als ich dir in die Augen sah, ach so, ich soll was machen, war mir klar, wir würden vereint. Wer lacht jetzt zuletzt? Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Ha! Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Deine Eltern sind tot und ich kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Ich gehöre jetzt zu dir. Ich bin der Clown. Fürst der Gaunerei. Und wir hatten. Ich hoffe, der singt noch ein bisschen. Spaß, wir zwei. Du bist ich und ich bin du. Genauso ist's. Was willst du tun? Bin so drauf gespannt, die Macht zu haben. Wer lacht dann zuletzt? Du siehst nur noch rot. Ich muss lachen. Sitz im selben Boot und ich kann nur lachen. Deine Freunde sind tot, oh, und ich kann nur lachen. Du kannst dich singen. Ja. Oh ja. Du wirkst so beklommen. Denn du weißt, meine Zeit ist gekommen. Ich lieg dir im Blut, so quietsch Fidel. Bald schon gebe ich den Befehl. Nicht mehr lang und du wirst töten. Wer lacht dann zuletzt? Hä, darf ich da nicht lang? Barbara ist Scheiße. Tot und ich lache. Ha! Jason Todd ist tot und ich kann nur lachen. Selbst ich bin tot und kann nur lachen. Mein Gott, was ich sonst werde noch kirre. Ich gehöre jetzt zu dir. Du siehst nur noch rot, ich muss lachen. Sitz im selben Boot und ich kann nur lachen. Deine Freunde sind tot und ich kann nur lachen. Ich lauf nicht mehr ganz rund. Und du alleine bist der Grund. Oh oh. Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Ha! Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Die Eltern sind tot und ich kann nur lachen. Das Scheiße. War der Kircher. So eine Kacke. Er sollte doch dahinter lang gehen. Warum? Bring mich nach Haus ins Asylum. Oh mein Gott. Niemals allein im Asylum. Es war die pure Anarchie, aber gelächelt hast du nie. Dich hat's erwischt, ich steck dir im Kopf. Also,
wer lacht jetzt zuletzt? Und dann in Arkham City. War Talia fällig die Schnitte? Ich starb und du standst einfach da. Doch als ich dir in die Augen sah, war mir klar, wir würden vereint. Wer lacht jetzt zuletzt? Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Ha! Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Deine Eltern sind tot und ich kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Ich gehöre jetzt zu dir. Ich bin der Clown, Fürst der Gaunerei. Und wir hatten viel Spaß, wir zwei. Du bist ich und ich bin du. Genauso ist, was willst du tun? Bitte, beende das doch mal einer gleich hier. Macht zu haben. Halt doch den Wer lacht dann zuletzt? Ich nicht. Du siehst nur noch rot, ich muss lachen. Sitz im selben Boot und ich kann nur lachen. Deine Freunde sind tot und ich kann nur lachen. Ja! Nein. Du wirkst so beklommen. Denn du weißt, meine Zeit ist gekommen. Ich lieg dir im Blut, so quietschfidel. Bald schon gebe ich den Befehl. Halt jetzt bitte den Rand. Jetzt bitte. Nicht mehr bitte, lang. Bitte. Und alle Bomben sind entschärft. Danke. Zeit, Charisma, die Show zu stehlen. Barbara ist tot und ich lache. Ha! Jason Todd ist tot und ich kann nur lachen. Selbst ich bin tot und kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Ich geh... Los, punch ihn weg, Junge. Keine Zugabe. Nein. Okay, der soll ein echter Sänger sein. Sogar Alfred kann besser singen als der. Oh ja. Oh, gute Arbeit, ja. Robin. Kein Problem. Ich tue der Musikwelt nur einen Gefallen. Schaffen wir den Chorknaben zurück in seine Zelle. Ja, den trickst du aber wieder. Ich habe mir da vorhin was mit dem Daumen zugezogen. Der tut jetzt leicht weh. Würdest du bitte? Ja, das ist nett. Ich bin auch bestimmt bald wieder einsatzbereit. Hier sind diese scheiß Fragezeichen. Möchte ich ernsthaft wissen, dass sie funktionieren tut? Ich glaube nicht. Mensch, Robin. Robin! Nein, ich will es nicht wissen. Ich will eh diese ganzen komischen Fragezeichen da nicht einsammeln. Ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder raus. Geht ins Ohr, was, Bats? Nee, kein Stück. Ach ja, ich hatte mal die Stimme einer Sopranistin. Und damit meine ich ihre Stimmbänder. Hm. Witzig. Jetzt kommen wir bestimmt gleich zu dem. Ich bringe Charisma zurück in seine Zelle. Und der nächste kommt. Alfred, wir sind fast fertig und müssen verlorene Zeit aufholen. Bereite eine Verbesserung des Wagens vor. Natürlich, Sir. Treffen Sie bitte Ihre Wahl. Des Wagens? Und jetzt schon wieder. Warum Waffengenerator, MK4 oder CPU-Virus? Naja, ich nehme den Waffengenerator, MK4. Der Waffengenerator Mark IV lädt Ihre Sekundärwaffen auf maximale Kapazität auf. Müssten Sie nicht gegen eine ganze Armee vorgehen, würde ich sagen, es wäre bereits zu viel des Guten, Sir. Ja, das ist jetzt aber meine Wahl. Ausgezeichnet, Sir. Mit diesem Gerät im Batmobil sind die Panzerbeiten nur noch Schrott. Das sehe ich auch so, mein Freund. Gut. Genug gequatscht. Ich muss mal durch die Wand hier durch, ne? Explosiv ja, gehen. Ja, das war zu weit aufgerissen. Bleiben nur noch du und ich, Bats. Mano a Mano. Ein echter Kampf, von dem man seinen Enkel noch erzählt. Natürlich könntest du auch umkehren und dich feige verdrücken. Du bist im Ring. Jetzt kommt der King. Gut, reicht. Ich bin ja gleich da und dann macht das alles hier. Ist ja ein Ende. Was denn jetzt? Oh nein. Mein Spiel. Ich muss das bestimmt wieder gar nicht machen.
Ey. Hallo? Ich muss da rechts. Mann! Hui! Hui! Und jetzt links. Wahnsinn. Was denn jetzt? Okay, nee, ich habe keinen Bock auf das Rätsel. Nein, ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Ich will hier rein. Nee, da muss ich... Da muss ich auch gar nicht rein. Das ist wieder so ein Zusatzkackdingen hier. Ich muss woanders lang. Leute, sagt es mir doch einfach. Huch, Exit. Da steht Exit dran. Jo. Schreiben wir da rechts. Ich traue keinen falschen... Batman! Hi. Sieh an, es ist Batman. Sorry, okay. Clownmörder, die Straße ist dicht. Die Straße ist dicht, ja, ne? Dann suche ich mir einen anderen Weg. Die kleinen Wichser. Und es hat wieder irgendwas damit zu tun. Wusste es. Wenn du nur einen dieser Trottel dazu bringen könntest, die Tür für dich zu öffnen. Ach, kann ich doch. Ich würde es ja selber tun, aber du hast mich ja umgebracht. Das raff ich nicht. Was gibt's da zu raffen? Mach einfach das Tor auf. Okay, aber das kommt dir schräg vor. Schräg vor? Jetzt, hier. Jetzt kriegst du auf die Fresse. Erledig die Männer! Erledig die! Ihr fragt einfach deutlich zu viel. Sollte das etwa weht? Mensch, jetzt räum ich doch nicht um da. Bam, 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 alt und drei. Heute Nacht stirbst du. Okay. Ach, Manu, ich will dir mit dem Schild erst machen da, du kleiner Pinguin, oder was auch immer du darstellen willst. Geht doch. Bam, bam, bam. So, und wehe, du furzt gleich. Du bist immer noch da. Die verstehen immer nicht, dass sie gar nicht zur Party eingeladen waren. So, Zeitlimit hier. Ich muss hier rüber und dann darüber springen. Nein, doch nicht. Ich muss auf den Knopf drücken. Das war zu einfach. Oh, hier hängt schon wieder irgendwas. Aber was? Irgendwas Wichtiges hier? Irgendwas ist da. Warum ist jetzt hier offen? Das verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht im späteren Verlauf. Bevor ich einen Befehl gebe, muss ich ein Ziel auswählen. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Habe ich soweit verstanden. Das ist wieder Bonuskram. Tür aufmachen. Auf die Fresse hauen, wa? Da ist jetzt aber jemand drin. Robin wieder. Der Alte. Hey, warte, Alter.
Bin ich jetzt nicht gerade durch dieselbe Tür? Oh, scheiße. Was haben wir denn da? Fuck. Aufwachen, aufwachen! Was ist los? Glaubst du, ich tu dir weh? Warum? Ich bin nicht der Böse hier. Oh nein, nein, nein. Das ist Batman. Hat dich verlassen. Ausgesetzt, wie einen ungeliebten Hund. Kann ich ihn behalten, Daddy? Oh, bitte, 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 bitte. Ich werde mich gut um ihn kümmern. Alles, was du möchtest, Prinzessin. Man soll ihn nur auch als deinen erkennen. Er soll doch nicht wieder hier enden, oder? Nein, Daddy. Ich will ihn für immer behalten. Nein, nein, bitte nicht. Bitte, nein. Alles okay? Du wirkst verstört. Mir geht's gut, Jason. Tim. Das ist schon länger nicht passiert. Einer ist noch übrig. Los. Oh mein Gott. Der kriegt uns noch mit seinem Psychospielchen. Oh Gott, schon wieder so ein paar Hi-Yo-Pies. Ui. Das ist er. Der Kampf des Jahrhunderts. Bist du bereit für eine Lektion, Batman? Wo sollen wir anfangen? Wie wär's mit auf die Fresse für Anfänger? Hast du nichts zu sagen? Einer von der ruhigen Sorte, wie? Mal schauen, ob wir das ändern können. Ich werde dich um Gnade winseln und vor Schmerz brüllen lassen. Es ist Showtime, Batman! Erstmal die kleinen Kackgeigen da. Kackgeigen, Kackgeigen, Kackgeigen ist er. Sag gute Nacht! Ich hasse dich, Batman! Ich wieso holst du ihn? Der gehört dir! Na los, haut ihm die Fresse kaputt hier. Und die anderen kleinen Säcke sollen hier mal verschwinden. Alles okay? Batman, du bist zu langsam. Robin ist schneller. Den Teil lieb ich. Denkst du, du kannst den Goliath im Alleingang? Ja! Du nimmst! Schlägst du mich überhaupt? Fackel die Nase! Bam, Junge! Bam, 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 bam. Nein! Fuck! Das war jetzt schon nicht das Ausweichmuster! Du Sau, das war zu schnell wieder! Das ist noch eine Arbeit! Sag's dir, du kriegst eine rein. Ja, du willst das Team ausschalten. Ja, los, drück, 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 ja. Und komm. Okay, einmal noch doppeltes Team ausschalten und ich denke, dann haben wir ihn. Solange muss ich mich noch kurz um die kleinen Ameisen hier kümmern. Sieht gut aus jetzt. Ja, komm, noch ein bisschen. Das ist nicht so langsam auf die Fresse. Los, 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 los. Voll auf die Zwölfe. Bäm. Hui. Ich bin so frei. Bäm. Ja, war nicht schlecht, die Aktion, ja. Gute Arbeit. Du hast dich gut geschlagen. Ich bin beeindruckt. Du kannst ihn tragen. Batman, wir sind da. Wie ich das sehe, immer auf derselben Seite. Was hat der Typ gefressen? Ein Auto?
Batman, bitte! Du musst mir helfen! Diese Quinn und ihre Schergen versuchen, hier einzubrechen. Nicht auszumalen, was sie mir antun wird. Ganz ruhig, Henry. Ich bin auf dem Weg. Robin, warte hier mit den Infizierten. Ich kümmere mich um Harleys Männer. Wir haben schon wieder eilig, weil Miss Big Titty vorbeischauen möchte. Welche Tür nehme ich denn da? Ich glaube, die hier. Oh, nee, die Tür sieht scheiße aus. Ich habe dafür keine Zeit. Also die Haupttür. So. Oh, mit Herzchen. Guck mal, mit Herzchen. Hier ist immer noch nichts. Ich dachte, jetzt könnte ich hier vielleicht... Die Mucke ist ja mal schrecklich. Hört sich an wie 8-Bit-Mucke. Nicht, dass ich 8-Bit-Mucke schlecht finde, aber... Irgendwie passt das nicht so. Jetzt sind hier überall Herzchen. Waren die hier eben auch schon? Glaubst du, es geht hier gut? Hey. Es ist Batman. Hey, Batman! Wo ist denn dein kleiner Freund? Hatte dir zwei Streifen? Wenn sie mich hier sehen, riskieren sie nicht, das Tor zu öffnen. Meinst du? Hey. Du willst reinkommen? Nein, das kannst du dir abschminken. Bin mir sicher, ihr zwei könnt das irgendwie klären. Der Clownfürste des Verbrechens gefällt es gar nicht, dass du ihren neuen Joker entführst. Sie hat sie zuerst... Harley hatte recht, dass er auftauchen wird. Ich muss da in die Schräge rein, Betty. Ein Glück haben wir das Tor. So, wo ist der Synthesizer? Da. Einen Moment dachte ich, er würde durch die Gitterstäbe hindurchboxen. Kann er das? Öffne das Tor, jetzt! Kein Problem. Erst will sie, dass das Tor zu ist, und jetzt sollen wir es öffnen. Wie ist doch plemplem. Oh oh. Oh oh. Und darum, Dummkopf, wirst du nicht fürs Denken bezahlt. Das ist ein Trick der Fledermaus. Zeig dich, B-Man! Wenn du dich traust! Oh, seht mal, wer da ist! Batmans kleiner Helfer! Anscheinend hat er dich allein gelassen. Nee, der dachte, ich pack dich im Alleingang. Er nimmt dich nicht besonders ernst. Ich auch nicht. Er legt's drauf an! Hältst dich wohl für witzig, hä? Öffne das Tor! Dieses Mal wirklich! Falls du vorhast, ihn wieder einzusperren, denk lieber noch mal drüber nach. Er hat den Joker in sich. Sie alle. Das heißt, dass sie mir gehören. Ich hol sie mir. Es wäre höchst unverantwortlich, wenn ich das zulassen würde. Batman hat mir schon einmal Mr. J genommen. Nochmal lasse ich das nicht zu. Hörst du, Batman? Ich weiß, dass du da bist. Yeah! Wo bist du, Batfreak? Ich sollte in Deckung bleiben. Harley könnte Robin töten. Wie wäre das? Nur ein Zittern am Abzug und ein Spatzen. Niemand legt seine Hände an die Boss-Lady. Jawohl. Oh. Jetzt wollen sie wieder spielen. Oh, da hat einer gerade eine Backpfeife gekriegt. Habt ihr das gehört? Hat das geklatscht. Weiter so, Batman. Also Robin, deine Schläge sehen immer irgendwie so lasch aus. Bam. Bei Batman wumst das wenigstens ordentlich. Body Slam, Junge. Ihr könntet Wrestler werden, Junge. Mit den Masken kommt das so hin. Was soll ich sagen? Ich bin unwiderstehlich. Oh, wir müssen zu den Zellen zurück. Hart. Du nimmst Albert, ich Quinn. Harley? Harley? Ach, die liegt schon unter mir. Hallo? Boah, Alter. Wie die da liegt. Na, ich nehme sie mal. Welch Ausblick, Leute. Welch Ausblick. Klatsch mal rauf. Los. Wir halten dich auf. Wie ein kleines Mädchen, ey.
Kannst du mir doch kurz sagen, wo ich lang muss, Arthur? Egal, wohin du sie auch bringst, ich hole meinen Joker wieder raus! Lass mich in Ruhe, Bad Freak! Robin, die Zelle. Nicht bewegen, Robin. Sie haben sie getötet, nicht wahr, Henry? Oh, Bads, du bist so naiv. Suchst immer das Gute in den Menschen. Besonders, wenn sie böse sind. Schatz, ich bin zu Hause! Aktiviere Ausbruchsprotokoll. Oh, Scheiße. Jetzt dürfte klar sein, wer das Sicherheitssystem manipuliert hat. Nun, wenn du jetzt so freundlich wärst, geh rüber zu deinem Freund. Fahr zur Hölle. Sofort. Guter Zug, Henry. Und du, Bats? Die Evolution ist schon komisch. Egal, wie viele Hindernisse sich ihnen in den Weg stellen, die Stärksten überleben immer. Aber, weißt du, was man noch über die Evolution sagt? Sogar Amöben sind dazu in der Lage. Was hast du vor? Ich säubere den Genpool. Selbst ich weiß gerade nicht, für wen ich bin. Leopold. Es war aufschlussreich. Hab's mir überlegt. Töte, töte, töte ihn! Das kam unerwartet. Du wirst einfach spektakulär. Hä? Augen. Du bist der letzte Joker. Die andere Zelle ist deine. Ich muss Scarecrow aufhalten. Danach sperre ich mich selbst ein. Und wenn du scheiterst, dann werde ich dich nicht aufhalten können. Nein, 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 nein! Das wirst du nicht tun! Du musst in die Zelle. Es ist die einzig verbleibende Wahl. Argumente eines Miesepeters, Bats. Und du weißt das. Ja, wie entscheiden wir uns jetzt? Los, du musst es tun. Du bist der Boss. Du musst dir von ihm nichts sagen lassen. Geh rein da. Wir kriegen das schon hin. Ich hätte, glaube ich, auch gar keine Wahl gehabt. Oh Gott, wie sehe ich denn aus? Übelst verbraucht. Tut mir leid, Bruce, aber es geht nur so. Ich weiß, Tim. Ich halte Scarecrow auf. Master Bruce, Ihrem Standort nähern sich zahlreiche Milizen. Es ist der Arkham Knight. Er hat sie gefunden. Ich kümmere mich darum, Alfred. Sind Sie sicher? Es sind ganz schön viele. Ich sagte, ich erledige das. Du schaffst das. Natürlich. Du hast mich ausgebildet. Und jetzt? Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Hä? Jetzt bin ich in der Zelle. Ein Spielzeug hier? Hier kommt nichts mehr. Ich kann nicht mehr scrollen. Oh.
Was jetzt? Oh. Keine Sorge wegen Robin, Betsy. Ich bin sicher, dass er nicht stirbt. Naja, ziemlich sicher zumindest. Hey, hey! Ich habe die Geschichte von Jason Todd nie zu Ende erzählt, oder? Wie bin ich denn jetzt, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Das ist ja unlogisch. Ich gehe in eine Zelle, wo ich selber wieder rauskomme. Hast du dem netten Onkel etwas zu sagen, Jason? Mein Name ist Jason Todd. Wen hast du? Batman. Ausgezeichnet. Natürlich tust du das. Hast du das gehört, Bats? Der Bursche gehört nicht mehr dir. Er ist mein. Mein. Ich kann alles mit ihm tun. Ich habe eine Vermutung, hey, Leute. Ich habe nie gefragt, was ist das große Geheimnis? Wer ist die Fledermaus? Sein Name, sag ihn mir. Natürlich, Sir. Es ist... Petzen mochte ich noch nie. Deswegen arbeite ich lieber allein. Niemand, der einem die Pointe versaut. Solltest du auch mal probieren. Du siehst ja... Was passiert, wenn man Freunde mit in unser kleines, verrücktes Spiel reinzieht? Oh Mann. Ich hatte eben gerade schon die Vermutung, ob der The Arkham Knight wird. Fragt mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber es ist so. Ja, willst du mir jetzt noch irgendwas erzählen? Hallo? Ich gehe wieder in meine Zelle. Krankenakte möchte ich nicht. Hallo, ich muss hier irgendwie reinkommen wieder. Henry Adams. Nein. Momentan Leiter der McCullum Academy. Einer von Gothams angesehensten Schulen. Du musst in die Zelle. Es ist die einzig verbleibende Wahl. Hey, ich war doch da eben drinne. Das wird schon versprochen. Was zur Hölle machst du? Das Richtige. Vertrau mir. Verrückt sein! Hör mir zu! Wir können dir helfen! Du musst das nicht tun! Alfred? Du Mistkerl! Du hast die Verbindung abgebrochen! Ich habe mich jetzt einfach mal spontan dazu entschieden, Rechtsklick zu machen. Alles okay? Ich habe den Kontakt zu Robin verloren. Wie geht es ihm? Er ist okay. Defektes Funkgerät. Ich bin gerade bei ihm. Gott sei Dank. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Apropos, der Arkham Knight hat eine Panzerschwadron in die Stadt beordert, um sie abzuriegeln und die Kontrolle wiederherzustellen. Zum Glück ist das angeforderte Upgrade für den Waffengenerator nun bereit. Danke, Alfred. Ja. Das Mobil starten wir gleich aus, beziehungsweise beim nächsten Mal. Ich hoffe, ja, hattet wieder Spaß bei der Folge. Wir sind nämlich auch schon wieder durch, wenn ich so auf die Zeit gucke. Ja, danke euch, dass ihr auch wieder dabei seid. Dabei wart. Oh Gott, nach der Arbeit ist das Aufnehmen immer echt am schwersten, ne? Da habe ich so Wortfindungsstörung. Ja, lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann eben halt konstruktive Kritik in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, liebe Leute, wünsche ich euch immer das. Euer Gunshot.